Warum du in Form kommen musst. Das, was ich in dieser Episode sage, wird vielen vermutlich nicht gefallen, aber es ist einfach die Wahrheit. Und je früher du das akzeptierst, desto besser. Also, lass uns direkt reinstarten. Alle suchen immer nach mehr Wohlbefinden oder nach dem Glück. Aber sag mir doch mal bitte ehrlich, was ist in den meisten Fällen der Grund für Unzufriedenheit? Warum du dich unzufrieden fühlst? In der Regel ist es immer, dass wir einfach nicht die Dinge durchziehen, die wir uns selbst vorgenommen haben und uns hängen lassen. Und genau das ist der Punkt. Wie fühlst du dich, wenn du abends auf der Couch sitzt oder im Bett liegst und dir eine Tafel Schokolade reinballerst, weil du wieder schwach geworden bist? Fühlst du dich dann wie ein Gewinner? Ich bin dir ehrlich, vermutlich fühlst du dich schon schlecht, während du noch am Essen bist. Du findest zwar den Geschmack von der Schokolade geil, aber tief in dir denkst du dir, boah, was bin ich wieder für ein Versager? Und jetzt fragst du dich vielleicht, woher will der das denn wissen? Kann ich dir sagen, weil es bei mir früher genauso gewesen ist. Egal was es war, eine Tüte Chips, ich habe die Chips gegessen, habe den Geschmack genossen, aber währenddessen war schon diese Unzufriedenheit mit mir selber da. Dieses komische Gefühl von Befriedigung auf der anderen Seite und Unzufriedenheit auf der anderen. Und genau darum geht's. Training, gesunde Ernährung und einfach ein fitter Lifestyle ist mehr als einfach nur schön auszusehen. Es geht darum, dass du dich einfach wohl in deinem eigenen Kopf fühlst. Und jetzt werden wieder Leute kommen, die mir sagen, ja, aber das Äußere ist doch nicht so wichtig. Das mag vielleicht auch sein, aber du kannst sagen, was du willst. Wenn du in Form bist, bedeutet das, du suchst keine Ausreden. Du hältst dich an dein Training, du ziehst deine Ernährung durch und bist einfach diszipliniert. Und jeder, der mir jetzt sagen will, dass das kein befreiendes Gefühl ist, belügt sich entweder selbst oder weiß einfach nicht, wie sich das anfühlt. Der Punkt ist, und das ist ein Fakt, durch dieses innere Gefühl, dass du weißt, du hast Selbstbeherrschung, nehmen andere Menschen dich ganz anders wahr. Weil du auf einmal ganz anders auftrittst. Du hast eine viel bessere Ausstrahlung und bist zu 100% auch einfach selbstsicherer. Schau, im Leben ist alles hart. Trainieren gehen, sich zu überwinden zu trainieren, ist hart. Nicht in Form zu sein, ist genauso hart. Und es wird immer härter, je älter du wirst. Auf seine Ernährung zu achten und sich gesund zu ernähren, ist hart. Sich aber jeden Tag miserabel zu fühlen und keine Energie zu haben, ist genauso hart. Und das ist wieder so ein Punkt, den viele jetzt nicht hören wollen, was mir aber egal ist, weil ich schreibe in meinen Beiträgen auf Instagram ja oft, dass Sport und eine gesunde Ernährung einen extrem großen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben. Also beispielsweise, was Panikattacken und einfach unser psychisches Wohlbefinden angeht. Mir egal, ob Leute mich dafür verurteilen oder nicht, aber es ist Fakt. Und vor ein paar Tagen hat mir sogar eine sehr nette Dame bei Instagram geschrieben und ich zitiere: Ich hätte das niemals geglaubt, aber ich habe es tatsächlich geschafft, nur durch eine Ernährungsumstellung meine Panikattacken in den Griff zu bekommen. Und hier will ich dir jetzt auch zu 100% ehrlich sein. Ich bin ja auch eher jemand, der immer pessimistisch ist, der oft Sachen überdenkt und sich einfach viele Gedanken macht. Eventuell ist das auch ein Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, weil ich mich einfach noch 100-mal mehr anstrenge, die Sachen gut zu machen. Aber was ich sagen will, ich glaube, jeder weiß jetzt mittlerweile auch, dass ich auch eine Person bin, die einen sehr süßen Zahn hat. Am liebsten würde ich auch den ganzen Tag Ben & Jerry's futtern. Bin ich dir zu 100% ehrlich. Aber immer wenn ich mal eine Phase habe, wo meine Ernährung nicht on point ist, wo ich mich nicht gesund ernähre und viel Junkfood esse, viele Süßigkeiten oder auch oft auswärts esse, kann ich dir sagen, geht's mir von meiner Stimmung miserabel. Mir geht's wirklich schlecht. Ich habe Ängste, schlechte Laune, überdenk alles, hab einfach nur negative Gedanken. Und alleine das zeigt mir, was für einen riesen Einfluss unsere Ernährung hat. Abgesehen davon, dass ich dann natürlich auch im Alltag nicht so fit bin, nicht so viel Energie habe und nicht so klar und fokussiert bei meiner Arbeit bin. Es gibt aber noch endlose weitere Gründe, warum du es schaffen musst, in Form zu kommen. Und hier meine ich gar nicht, dass du 7% Körperfett haben musst. Es geht einfach darum, gesund zu sein, auf sich selbst zu achten, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und auf viel Bewegung zu achten. Und dann natürlich auch auf die Regeneration, was zum Beispiel deinen Schlaf betrifft. Schau, ich weiß, dass jeder sagt, ja, die inneren Werte zählen aber mehr als alles an. Dazu will ich dir jetzt zwei Sachen sagen. Das hört sich zwar jetzt oberflächlich an, aber in unserer Welt wissen wir erstens alle,
dass das einfach nicht stimmt. Schau dir die Leute an, die in Hollywood arbeiten, die Leute, die du in Filmen siehst. Und dann sag mir, dass nur das Innere zählt. Schau dir alle Leute auf den Social-Media-Kanälen an, die extrem viele Follower aufgebaut haben. Und sag mir dann, dass nur das Innere zählt. Viel wichtiger ist aber eine ganz andere Denkweise. Da sind zwei Personen und beide Personen haben die gleichen inneren Werte. 1:1 gleich. Sag mir, für welche Person du dich entscheiden würdest. Vermutlich für die, die auch deinen Augen mehr gefällt. Und das ist einfach ein Fakt. Und ich sag dir, wie es ist. In jedem von uns, wirklich in jedem von uns, steckt ein griechischer Gott oder eine griechische Göttin. Und wenn du erstmal in Form bist, wirst du das auch merken. Alles an dir wird sich verändern. Alles. Dein Körper verändert sich, dein Gesicht wird sich verändern, dann ändert sich aber plötzlich auch dein Selbstvertrauen. Dein Selbstrespekt vor dir selber wird größer, weil du merkst, was du erreichen kannst, wenn du an dir selber arbeitest. Und auf einmal, wie eben schon gesagt, hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und das sorgt dafür, dass du dann Menschen in dein Leben ziehst mit den gleichen Werten, die auch an sich selbst arbeiten, weil wir einfach die Energie anziehen, die wir auch selber ausstrahlen. Zu 100.000%. Das bedeutet aber auch, wenn du eine Energie in die Welt rausträgst, die zeigt, ich bin ein Versager und ich fühle mich wie ein Versager, dann wirst du auch genau diese Energie anziehen. Und am Ende bist du dann in einer negativen Spirale, die dich einfach nach unten zieht. Im Gegenteil dazu, beziehungsweise im Gegensatz dazu, wenn du positive Energie in die Welt rausträgst, an dir arbeitest, dich besser machst, immer nach Verbesserung strebst, wirst du diese Energie in dein Leben ziehen und du kommst in eine positive Spirale. So, und jetzt kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil auch ich habe mich früher in meinem Körper immer unwohl gefühlt. Wenn meine Freunde schwimmen gehen wollten, bin ich nie mitgekommen. In der Kabine habe ich mich immer umgedreht, wenn wir uns umgezogen haben. Ich habe mich immer unwohl in meinem Körper gefühlt. Aber als ich das erste Mal angefangen habe, wirklich aktiv an meinem Körper was zu verändern und auch Veränderungen gesehen habe, ohne Spaß, alles in meinem Leben ist besser geworden. Alles. Ich habe 100-mal disziplinierter gearbeitet. Ich hatte bessere und klarere Gedanken. Meine sozialen Beziehungen sind 100-mal besser geworden. Einfach aus dem Grund, weil ich mich wohler mit mir selbst gefühlt habe. Weil ich mich wohler in meiner eigenen Haut gefühlt habe. Ich hatte mehr Energie im Alltag. Ich habe mich nicht mehr so erschöpft und kraftlos gefühlt. Wirklich. Jeder Aspekt in meinem Leben hat sich verbessert. Jeder. Und ich sag dir, wie es ist. Jede Person in meinem Programm, die durchzieht und egal, ob mal schlechte Zeiten kommen oder nicht, versucht, am Ball zu bleiben und aktiv versucht, sich zu verbessern und am Ende ihr Ziel erreicht, hat nicht nur einen stabileren Körper, sondern fühlt sich auch einfach viel, viel wohler mit sich selbst, weil sie weiß, ich habe durchgezogen. Und das steigert einfach den Selbstrespekt und wie du dich selbst mit dir selber fühlst. Also frag ich dich jetzt, bist du es dir selbst nicht wert, was zu verändern? Und jetzt tu mir bitte den Gefallen und komm mir nicht mit, ah, ich habe aber wenig Zeit oder ja, aber meine Freunde halten mich zurück. Oder ja, jetzt gerade ist es ein bisschen stressig, klappt nicht. Sorry, dass ich das jetzt so hart sage, aber du bist nichts Besonderes. Alle anderen Menschen haben genau dieselben Probleme. Alle anderen auch. Jede Person in meinem Coaching hat ein extrem stressiges Leben. Warum? Weil genau das meine Zielgruppe ist. Ich habe Leute dabei, die 14-Stunden-Schichten arbeiten. Unternehmer, die noch weniger Zeit haben, weil die mit ihren Gedanken immer im Unternehmen sind. Ich habe Filialleiter im Einzelhandel, die sich nebenbei noch weiterbilden. Ich habe Personen aus der Pflege, die auf Abruf bereit sein müssen und nebenbei auch noch ihr Familienleben unter einen Hut bekommen müssen. Und jetzt sag mir, meinst du, die sind nicht gestresst und haben wenig Zeit? Aber der Punkt ist einfach, die haben nicht nach Ausreden gesucht. Die haben gesagt, ich ändere was. Und haben dann den nächstlogischen Schritt gemacht, weil sie wussten, okay, alleine klappt es nicht so. Und haben sich dann jemanden an ihre Seite geholt, der sie dabei unterstützt und ihnen die nötigen Gewohnheiten und Techniken gibt, das Ganze auch in ihr Leben zu bekommen. Und nein, ich sage nicht, dass du jetzt in mein Coaching kommen musst und mein Programm starten sollst. Wenn du es alleine packst, hervorragend, dann freue ich mich genauso. Wenn du aber jetzt schon weißt, ich schaffe es alleine nicht, ich habe es bis jetzt alleine noch nie geschafft, dann ist einfach der logische Schritt, sich jemanden zu holen. Und wenn das nicht ich bin, weil du jemand anderem mehr vertraust, dann geh zu jemand anderem. Aber änder was. Und wenn du jetzt ein bisschen inspiriert oder motiviert bist, habe ich dir unten in der Videobeschreibung meinen Newsletter verlinkt. Da schreibe ich jeden Montag und jeden Freitag einen Artikel darüber, wie du in Topform kommst und wie du es schaffst, deinen Körper und deinen Geist und deine Mentalität zu formen. Also, trag dich da unbedingt ein, der ist kostenlos. Und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass dir diese Episode hier auch weiterhelfen wird.